Eins, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Wir sind wieder mal in Majula. Und ich habe null Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um, würde ich sagen. Das glaube ich auch mal hinsetzen. Das bringt noch nichts, okay. Wann kommt die hierher? Bei Hennu saß die hier schon. Seltsam. Egal. Die Hexe hatte ich in meinem Fail Run geklatscht, ne? Hier war sie am Leben. Ja, ja, hier habe ich sie am Leben gelassen. Der hat nochmal neu gestartet, der hat das am Leben gelassen. Naja, mal gucken, wie lange. Ah, die soll nämlich ihren Shop refreshen, wenn du eine gewisse Anzahl an Seelen bei der gelassen hast. Ja. Das ist cool. Gibt dann immer was hinzu, wenn du der mehr Seelen gibst, hätte die immer neues Stuff. Nein, du hast nichts, Katze. Lass mich in Ruhe mit deinem Katzenspielzeug. Wo haben wir das letzte Mal unsere Seelen gelassen? Haben wir abgegradet oder sind wir gestorben? Ne, wir sind nicht gestorben. Weiß ich nicht. Komm, wir benutzen die mal. 800. Die Sache ist, wir haben durch den Kampf mit dem Verfolger ein paar Lebenssteine verloren. Ach, der war krass. Der Verfolger war nicht bad, also für einen zweiten Boss. Mhm. War auf jeden Fall stärker als der Taurus Demon. Das auf jeden Fall, ja, das war nicht schwer. Und ich habe beim Taurus Demon 13 Versuche gebraucht, also. Ja, da musste ich erstmal in diese Souls-Reihe reinkommen, ne? Bin in sehr viele Situationen noch sehr krass gescheitert. Ich wusste, ihr werdet wiederkommen. Oh, toll. Hier, da. Lebenssteine. Wir können neuen kaufen. Machen wir das jetzt einfach mal? Ja. Ah, wir haben Lebenssteine. So. Komm mal her. Geil. Ey, machst du bitte... Jetzt hat er verkackt. Ja, wir haben das letzte Mal uns einen ziemlichen Buff geholt. Wir haben nämlich den Ring der Wiederherstellung. Der tut TP wiederherstellen, das ist krass. Den Lebensring, wir haben den Ring der Klingen mit stärker Angriff irgendwie. Oder können wir mal kurz reingucken. Ah, der hat den Angriff. Erhöht körperliche Angriffe, genau. Und den Chlorantie-Ring, den wir hier ziemlich früh gefunden haben. Das ist krass. Und jetzt nochmal, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe. Ich weiß auch nicht, wo es jetzt hingeht. Oh, ich hätte lieber noch ein Menschenabbild holen sollen. Du weißt auch nicht, wo es hingeht. Ernsthaft? Nee. Ja. Dann glaube ich dahin, wo wir das letzte Mal fälschlicherweise hingegangen sind. Denke ich mal. Weil an den versteinerten Figuren komme ich noch nicht vorbei. Da habe ich noch nicht das, was ich brauche. Da gibt es bestimmt irgendein Item dann, was ich mir holen kann. Ich glaube, es geht jetzt dahinter zu diesen Affen. Oder denkst du, das ist zu früh? Weiß ich nicht, probierst du mal. Kannst ja bloß hingehen. Haha, stirb bitte für mich, stirb. Und da gibt's auch diese richtig ekelhaften Leute, die da nur sitzen und so tun, als würden sie schlafen. Affen. Hallo. Oh, ich bin so vergesslich manchmal. Ich wollte jetzt gucken, ob ich auf Aufnahme starten gedrückt habe. Ja, hab ich. Sehr gut. Manchmal das Kurzzeitgedächtnis. Aber nur manchmal. Also fast immer. Ja, natürlich.
Gift. Haben Sie ihn warm? Alter. Ach, das ist dieses Holzding, ne? Was ich auch beim ersten Dings hatte. Was war denn das Scheißteil? Warum nehme ich das nicht? Hä? Bist du ausgerüstet? Hä? Jetzt so. Alter! Hat aber auch noch 85. Nee, das hat 90 gehabt gerade. Hier hat das. 80. Nee, 80. Ja, aber das ist nicht der Blockwert. Hä? Oder? Hier 80. Das ist doch Angriffswert. Parierwert. Nee, nee, das ist schon Blockwert, das ist schon richtig. Und das sind die, das darunter sind die Resistenzen dagegen. Schade. Das ist schade. Okay. Aber warum 95. kriegen die dann kein Damage? Das verstehe ich nicht. Das ist ja so assi. Du kriegst übelst fett. Du kannst auf die einschlagen, wie du willst. Ja gut, doch. Die kriegen immer so 10, 12 Schaden. Ja. Was bist du hier? Ja, gut. Dann ist es tatsächlich immer noch das Lederschild. Skaliert mit Stärke E. Hm. Wie soll das Lederschild, dann ist das Höhlenschild doch das Beste. Nee. Das hat 90 Miner. Naja, das ist doch besser. Ach so, du meinst vom Parieren her, meinst du? Nee, vom Blocken. Naja, ist doch besser. 90 ist doch besser als 60. Das Lederschild hat 90 Miner. Nein, das hat das 60. Hat 80. Das hat 95. Wo guckst denn du? Direkt unter Parieren und Schlag. Oder war das Google das mal? Ja, das ist ich jetzt denke, weird. Das ist, aber warte mal, ich Info, denke, das ist der Blockwert. Anzeige, ich kann doch umschalten irgendwie. Ich kann doch Hilfe. Aber du kannst ja noch nicht. Doch, warte, ich kann darüber. Ja, gucke. Ich kann. Siehst, ja, genau. Körperlicher Angriff. Siehst, der Schert, der beim Gegner verursacht wird. Ja, was will ich aber mit dem körperlichen Angriff? Und der andere? Mit dem Schild? Achso, das andere? Ich brauche körperliche Absorption, brauche ich. Das ist wichtig. Das ist es. Ah, und deswegen brauche ich das Lederschild. Okay, ich habe gedacht, das wäre der Parierwert. Nee. Gibt's noch einen Parierwert? Es wird bloß angezeigt, meiner Meinung nach, ob der parieren kann. Warte mal. Ich geh nochmal rüber. Hier, Typ des körperlichen Schadenversuch, Schlag hier. Ach, oder Schuss, ja. Aber ist plus für Parieren, Schlag. Aber gibt's da an der Seite noch irgendwelche Magieangriff, Werte? Magieangriff, Feuerangriff. Das unter ist ja der Schaden. Ballonschaden. Schussreichweite. Robustheit. Haltung. Naja, aber geht's wieder runter. Nee. Ja, also Parierenwert gibt's leider nicht. Ich glaube, das hängt vom Schild einfach ab. Ob es so ein Rundschild ist oder ob's. Bei Rundschildern sind ja allgemein. Die sind die besten, ne? Ja. Gut. Hier stirbt einer. Wolle. Der ist ernsthaft an dem Tor gestorben. Gut. Vorsicht, vor, sinnlos. Sinnlos. Also das ist jetzt das Ding, damit ich das Teil nochmal aufmachen kann. Ah ne, jetzt geht's gar nicht mehr zu. Jetzt geht's zu. Doch. Musst du schnell sein. Ich bin doch von daher gekommen, meiner. Was da? Zerbrochenes Diebesschwert. Zerbrochenes klingt ja nicht gut. Prächtige Lanze. Oh, was ist das denn? Gute Lanze. Was ist die prächtige Lanze? What the fuck? Eine gute Waffe. Digga, was hat die für. Was braucht die?
Da, 18 Stärke. 18 Beweglichkeit. Nee, Beweglichkeit. Das ist sogar eine relativ gute Stärke Beweglichkeit, Waffe. Ich bräuchte 7 Dinge. Boah. Krass. Echt gute Waffe eigentlich. War vom Schaden her und die ist noch gar nicht aufgelevelt. So. Jetzt wird's spannend. Hier, der Typ kann uns angreifen, wenn wir den angreifen. Da drüben? Soll ich den? Ah. Wir setzen uns erstmal ins Leuchtfeuer. Guten Tag. Oder wollen wir den schnell machen? Wenn du den kriegst. Oh, der hat noch Reichweite, Alter. Problem ist, wenn es mehrere werden. Der war gerade ein bisschen einfacher. Ja. Bisschen da passiert. Ja, schwerer. Der war zu langsam. Okay. Das ist ja schon mal... Ja, vorhin, der macht immer nur gewisse Schläge. Ja, er macht immer die gleichen. Immer die gleichen drei Schläge. Ja, vorhin in eine Richtung, wo ich gar nicht bin. Ist er besoffen? Oh! Naja, egal. Gut. Bleistein, was ist das denn? Hm. Ach, warte mal, ich wollte noch was anderes machen. Was wollte ich denn? Ich wollte zwei Dinge noch machen. Ich hab's aber schon wieder vergessen. Perfekt. Ja, das ist immer das Beste. Seele des letzten zum Erwerb zahlreicher Seelen. Ja, was ist zahlreich? Das wäre cool, wenn das dastehen würde. Am Ende zwiebel ich die mir rein und das ist 1000 Seelen oder so. Das bringt mir nichts. Man müsste halt auch hier wissen, was man damit wieder machen kann und so. Also das muss ich mir dann privat alles reinziehen. Gut. Also, was wollte ich denn jetzt gucken wegen dem bleichen Stein? So. Glatter, seitiger Stein, kleiner, glatt. Hä? Ah, ich weiß wieder, was wir machen wollten. Wo ist denn der Bleiche? Das ist die Frage. Was ist das jetzt gewesen? Bleistein. Bleistein. Aber wenigstens Abfall habe ich. Toll. Bei Waffen bleicher Stein. Bam! Auf den Kopf geschlagen. Und die Riesen gucken mich an. Alter. Müssen wir kleiner mal reingehen bei Rüstung? Krass. Hä, wo ist denn der Bleistein hin? Ist denn dumm? Doch bei Waffen. Hä, bei Waffen? Ach ne, das ist nach einem Schlag kriegen wir an. Ich dachte, das wäre ein Stein. Dann ganz hinten, oder? Hinter Rollen, hinter Schriftrollen, der Schlüssel. Oder sowas. Zusatz. Muss noch. Ah, das ist ja noch Zusatzdinger. Ah. Da. Drei, ja. Heb Upgrade. Zusatzkräfte von Ausrüstung auf. Ach krass, wenn du Blitz drauf hast und Elementar. Das meint die damit. Titanitscholle, krass. Genau, wir hatten letztens noch eine Mission. Die habe ich angekündigt, die haben wir nicht gemacht. Deswegen reisen wir jetzt mal wieder in unser Lieblings-Majula. Und wir gehen jetzt zu dem Nest. Wir gehen zu dem Hippo, was ganz am Anfang ist. Mal gucken, wie oft wir da wieder sterben.
finde den Bus, die finde ich immer noch scheiße. Vor allem, wenn der Gang so schmal ist. Das nervt. Aber gut. Hab das letzte Mal auch die Tode weltweit wieder gezeigt. Beziehungsweise in meinem vorletzten Aufnahme. Wieder gestiegen. Können wir diesmal. Ich frage mich, wie viel die am Tag steigen. Wir könnten eigentlich auch die Fackeln anmachen, aber ich glaube, wir können die noch nicht fertig machen, weil wir hier noch nicht reinkommen. Ja. Ich denke mal hier. Doch, ich glaube, da hast du doch schon das Ding, oder? Nee. Weil, guck mal, das, da ist ja schon. War das in einem anderen Run? Nebelwand. Also, aber du hattest, glaube ich, schon mal so ein Ding gefunden, um die zu öffnen. Aber ich weiß, dass ich hier einen Weg nicht gegangen bin, den ich hätte gehen können. Ja. Und da sehen wir nämlich was sehr Interessantes. Ich meine, was sowieso übelst logisch war. Aber am Anfang wäre das nicht so logisch gewesen. Also doch wäre es schon, weil man die Basilisken die ganze Zeit hört. Aber tatsächlich hier, wo es, wo man rüberspringen kann, kann man noch die Leiter hoch. Habe ich mich nicht richtig umgesehen. So, wir haben alle gar keine Ahnung, was die Fackeln machen. So, und hier ist nämlich die Nebelwand, die wir von außen gesehen haben. Hier oben war der Stein, wo gesagt wird, du kannst Sprungangriff machen. Oh. Und da sind die Wasserlisten drin, oder was? Nee, noch nicht ganz. Aber wir sehen die direkt gleich. Das ist halt das Geile. Wir können hier reingucken. Da. Ah. Siehst du, da musst du noch nicht mal die Nebelwand unten zerstören, da kommst du von hier oben auch rein jetzt. Die sind. Nee. Komm nicht. Achso, nee, kommst du ja nicht. Die sind ekelhaft. Und ich wurde ja bis jetzt schon mal verflucht, aber was war das für eine Verfluchung? Ist ja nichts passiert. Das verstehe ich noch nicht mit dem Verflucht hier. Aber es scheint nicht so ekelhaft zu sein wie in Dark Souls 1. Müssen wir dann später nochmal ausprobieren. Lassen wir uns mal automatisch verfluchen. Oder wollte der uns verfluchen und hat es nicht geschafft? Oder hä? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der hat es noch nicht geschafft, sonst wärst du ja gestorben. Ja, denkst du, das ist wie in Dark Souls 1 die Mechanik? Ich glaube schon, ja. Ich glaube nämlich, es ist anders. Die Frage ist, was ändert sich dadurch? Weil, als der mich aufgespießt hat auf seinem Dönerspieß da, ne? Bloß halt, dass da ich drauf kam, Untotenspieß, da hat es verflucht angezeigt. Es war rot. Ja, es kann ja sein, dass es sich da aber getötet hat, bevor der Flucheffekt überhaupt eingesetzt hat. Nee, der hat mich auch. Ja, nee, beim zweiten Run. Hat er mich aufgespießt, da war ich tot. Aber er hat mich vorher schon erwischt. Also es war, er hat mich in dem zweiten Versuch, hat er mich mehrmals erwischt. Muss mal ausprobieren. Ja, schön. So, Meiner. Komm mal her. Ey! Das kann nicht sein. Immer dieses Drecks-Nilpferd. Leg dich hin. So. Ja! Easy! Du Lappen! Genau. Steinring. Ah! Oh mein Gott! Das ist der Ring, den wir brauchen für die Versteinerung aufheben, oder? Nee. Achso, okay, das wäre zu einfach gewesen. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Ah, okay, das heißt, ich krieg die Gegner besser zum Taumeln, ne? Ja.
Okay, schön. Hast du gut, wenn du Waffen mit viel Wucht hast, also Keulen zum Beispiel oder Großschwerter. Goldharz. Das gibt's auch wieder. Sehr schön. Das hat er bewacht. Der hat über Goldharz gewacht. Schön. Alles klar, das war gut. Und jetzt gehen wir hier noch zum Vogelnest. Guten Tag, ihr dummen Hexen. War ich hier oben? Ja. Ja. Dum, 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 dum. Weil die lieben Vöglein. Ach, hier nicht, lol. Hä? Hier war doch die Leiter, oder? Nee. Hä? War die Leiter hier vorne? Ja, die Leiter war hier vorne. Dieser Funkelvogel, der da oben ist. Der nimmt ja immer glänzende Sachen. Und da legen wir doch mal jetzt diese komischen Steine rein, oder? Genau. So, wir haben es abgelegt. Das ist jetzt hier drin. Ja, sie sagt ja, ja. Sie sagen, okay, sie sagen uns sogar, was sie annehmen. Das ist gut. Und jetzt, ja, ja, ist doch drin, Mann. Ich will halt bloß nicht alles reinspammen, weil ich weiß, bei Dark Souls 1, wenn du mehrere Sachen reingemacht hast, hast du bloß ein was bekommen. Ne, da kannst du auch mehrere machen. Ich hab da immer nur eins bekommen. Gut. Wäre das Menü mal nicht so langsam. Ich will das... Es geht weg. Kruder Stein. Jetzt habt ihr mir einen Stein zurückgegeben, oder was? Was? Stein zum Upgraden. Was? Kruder Stein? Das ist bestimmt hier hinten wieder drin, oder? Ah! In krude Waffen. Mhm. Das ist auch gut. Was sind krude Waffen? Das ist ein finsternes Attribut. Ah, okay. Cool. Oh, ich muss mich daran erst gewöhnen, das ist schlimm. Kannst du ja bei deinem Schwert machen. Bei dem Bastardschwert. Oh, das Bastardschwert ist stark. Gab's hier auch schon bei Wikinger das Bastardschwert? Bestimmt, ja. Bei Game of Wikinger, was? Bei Game of Thrones müsste es das geben. Da das Bastardschwert für den Bastard Jon Snow. Wäre das nicht mehr so eine Beleidigung. Göttlicher Segen! Okay. Ja. Klasse, was haben wir? Ja, jetzt hört doch mal auf! Drecksäcke! So. Haben wir eigentlich nichts weiter, ne? Schimmernder Lebensstein, den brauchen wir selber. Ordnungsknochen. Lass mal den Trennkristall wegwerfen. Symbolspeckstein, okay. Gut. Aber warum sollte man das nehmen? Verhindert Estus Wiederherstellung in einem Gebiet. Egal. Ja, das ist mein Magen übrigens, den ihr da hört. Der ist sehr am Rumoren. Diese. Ja, machen wir auch mal, hä? Wir haben auch mal so viel Langeweile. Zack. Fackel an. Minuten. So. Zack. 38 Minuten die Fackel. So.
Ich muss auch sagen, ich spiele gerade Dark Souls mehr ohne Fokussieren. Guck mir das gerade mal alles an hier. Und muss sagen, wenn ich weiter so übe, dann könnte ich tatsächlich Dark Souls komplett ohne Fokus. Ohne zu fokussieren durchspielen. Es war noch eine sehr krasse Umgewöhnung. Ich mag irgendwie das Fokussieren so. Achso, der sieht mich ja. Lass mich erstmal anzünden, meiner. Das Popcorn muss fertig gemacht werden. Gut. Popcorn brutzelt. Plop, 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 plop. Mache ich dich halt erst weg. Ey! Stopp! Du Hund. So, ein Trinkstück. Und mal Brandstiftung hier machen. Alle Bäume anfackeln. Was passiert, wenn ich jetzt hier runter... Ja. Ah, nee. Die Fackel geht noch. Ah, okay. Sehr gut. Dachte schon, es wäre hier so eine kleine Verarsche von Dark Souls. Haha, du benutzt die Leiter und verlierst keine Leben? Na dann, fackel aus! Wäre typisch für Dark Souls. Naja, deswegen. Die Frage ist, was passiert, wenn man alles anhat? Das werden ja, wir jetzt... Ob du überhaupt alles anzünden kann? Nee, jetzt noch nicht. Weil bei den Basilisken sind 100 pro U-Fackeln drin. Ah ja, denke mal auch. Das aber, kannst du ja sehen von oben. Aber die bleiben ja angezündet. Oh. Gehen ja nicht mehr aus. Hier ist auch ein bisschen dunkel, machen wir es ein bisschen heller. Oh! Kam noch einer. Hä? Ich hab da auch eine Fackel. Das hab ich ja noch gar nicht gesehen, lol. Probieren wir da reinzugehen. Ja, warte. Wir haben noch ein paar. Nur von hier oben, welcher? Kann ich die abwerfen? Naja. Das wäre lustig. Mit der Fackel einfach abfackeln von da oben. Ich glaube, da sind keine Trainer. Na, aber dahinter geht's weiter und da steht sogar das Hippo. Und beim Hippo ist, glaube ich, auch eine Fackel gewesen. Oh, was ist das hier? Kein Gegner, Dark Souls? Oh, roter Augapfel. Das ist Invaden. Das ist Invade-Zeug. Aufnahmen starten. So, wir sind wieder da nach einem kurzen Zwischenfall, in dem man gemerkt hat, dass man den falschen Aufnahmeordner erwischt hat. Gucke, da hinten ist auch eine Fackel. Da. Die Frage ist, wie du hier da neben der Fackel. Sehe ich nicht. Nicht? Ja. Ob da ist das eine? Ah, ey, doch. Du bist ja, doch, kann Huhn. Sein, ja. Das kann sein. Sehe ich sogar. So. Zu dunkel. Du bist zu dunkel. Was? So. Naja, dann machen wir mal ein bisschen hier Licht. Könnten wir tatsächlich auch, Wald der gefallenen Riesen, aber habe ich jetzt keinen Nerv dazu. Wo wir es noch machen können, weil wir haben ja noch 32 Minuten, ist in der Villa von dem Invixer da. Können wir auch noch eine Fackel anmachen. Da haben wir jetzt nochmal hin. Machula ist immer so eine schöne Gegend, Alter. Hätte ich.
Hier, weißt du, wie das hier aussieht? Als würdest du hier so ein Aufbauspiel beginnen, finde ich. So mit diesen kaputten Häusern und dann klickst du auf Reparieren und sowas. Ja, ja, das gibt mir die Vibes. Musst du eine Mod dafür machen. Dark Souls Aufbauspiel. Benutze die Untoten als Bauarbeiter und die bauen dann die Gebäude wieder auf. Darf ich das abfackeln? Hier, die ganzen Boden. Was ist das für Schleim? Das ist doch eine Karte, oder? Ist das eine Karte? Sieht so aus, ja. Das ist die Dark Souls Karte? Ja, und da ist das Feuer. Aber was zeigt... Oh, guck mal, das ist hier übelst... Bedeutet, dass du dort bist. Krass. Das ist geil. Aber vom Fortschritt her, weil ich denke, das wird ja noch mehr anfangen zu brennen. Oder ist es die Gegend, die wir fertig haben? Nein, das ist der Punkt, wo du bist. Bist du sicher? Ja. Guten Tag. Naja, Dark Souls, ich weiß ja, dass du nicht so oft was preisgibst von dir, aber mir zu sagen, was die Fackeln hier bringen, das wäre schon mal ganz geil. Es fühlt sich irgendwie sinnlos noch an, das zu machen. Aber bei Dark Souls ist nichts sinnlos. Alles geil. Gut, haben wir hier oben noch was anzufackeln. Die Bude selber. Aber kann ich leider nicht. Das sind die Tanky-Schweine. Die Tank-Picks. Wie viel Schaden mache ich jetzt eigentlich bei denen? Oh. Endlich mache ich ein bisschen Damage bei denen. Hey! So. Gut. Man muss halt immer von oben schlagen. Sonst wird das nichts. Gut, alles klar, wir haben die Tanky-Schweine endlich besiegt. Nach 5 Stunden. Gut, alles klar. Dann... Ich will dich auch anzünden. Anzünden. Habe ich die Fackel jetzt ausgemacht? Ja. Können wir überhaupt was machen? Nö. Das war klar. Gut, alles klar, Leute. Was machst denn du? Nein. Setze dich auf deinen Arsch. Genau. Gut. Parierdeutsch. Nach dem zweiten Luft besteht nach dem zweiten Leuchtfeuer. Ich muss die Leitern benutzen, um die schwarze Schlucht und den Boss namens der Verkommen zu erreichen. Hast du den schon gemacht? Nö. Kenn ich gar nicht. Ich muss ja auch relativ am Anfang kommen. Die Leitern benutzen. Nach dem, vor allem nach dem zweiten Leuchtfeuer. Verstehe ich nicht. Muss ja relativ am Anfang sein. Was ist denn das zweite? Das zweite ist im Wald der gefallenen Riesen. Hm. Oh oh. Machen wir den mal, hä? Oh! Aber man merkt halt schon, dass man, dass dieses Gebiet noch zu heftig ist. Alter! Nee, der kommt erst viel später anscheinend. Wer, der Boss, den du gerade vorgelesen hast, oder den hier, wo ich gerade bin? Nee, den ich vorgelesen habe.
Nice! Ich hab ihn getötet. Auf welcher Seite bist denn du gerade unterwegs? Dark Souls oder was? Giga.de. So, steh auf meiner. Der hat ein sehr lustiges Moveset, muss ich sagen. Der bewegt sich so halb tot, so wie so ein Apple Watcher. Also wie Atari ist ein bisschen. Komm mit. Digga, machst du jetzt mal was? Danke, aber nicht sowas. Hey! Ich dachte, die wären schwerer. Krass. Ah, ist jetzt die Frage, bin ich jetzt hier richtig? Also, von der Map her, wenn du hier drauf guckst, dann denkst du ja. Ne, das kommt danach. Dann denkst du nicht. Du siehst ja immer nur das, was du schon aufgedeckt hast, aber ob das danach kommt... Naja, aber... Vielleicht hat es ja die Reihenfolge, weißt du? Oder denkst du, wenn ich jetzt woanders zuerst hingehe, dass dann... Ich glaube, von dem Wald aus kannst du auch noch in mehrere Gebiete kommen. Ich habe im Wald jetzt aber keine weiteren Wege gefunden. Ich weiß ja auch nicht, wo du jetzt lang musst. Ey. Lass mich in Ruhe, meiner. Ja? Geht's gut? Ja. Okay. Jetzt haben wir den mit der Keule, der ist ein bisschen assier. So ein bisschen wie so ein Schildkrötenheini. Alter. Der ist assi. Nein! Okay, die sind echt assi. Jut, meiner. Death Counter. Ein bisschen länger durchgehalten. Aber der Death Counter ist nicht umsonst da. Ne? Was war jetzt mit dir? Lol. Digga. Hä? Ich konnte gerade nichts machen. Ja gut, aber wenn ich jetzt hier so weitermache, dann komme ich aber nicht weit. Gefällt mir nicht. So, gut. Alter! Alter! Halterung! Oh! Haltung! Haltung! Mann, ich bin zu sehr im Montagebiss unterwegs. Halterung! Halterung. Ey, ich will mal danach dodgen, aber das funktioniert dann nicht mehr, komischerweise. Hm.
nachdem er getroffen wurde, lässt es schlechter. Ey, was mache ich denn? Guten Tag. Du schon wieder? Dich hatten wir ja schon mal, aber diese Dings hier ist nervig. Nicht runterfallen, ne? Mann! Ja! Oh! Da unten wartet er. Guck mal, da. Wo bist du? Hallo? Was passiert jetzt? Gegenstand. Blauer Augapfel? Was? Ach lol! Du erweiterst die Arena gegen den! Oder? Crank! Jetzt haben wir halt das Problem, da drüben sind mehrere Idioten. Das wird schwer. Da ist einer in der Mitte. Da ist einer. Eigentlich will Dark Souls jetzt von dir, dass du durchrennst. Bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, es gibt noch mehr solche Hebel, weil diese Arena ist, glaube ich, noch nicht... Genau, da fehlt noch eine Stufe. Eine Stufe kann man noch machen. Und ich denke mal, die wird da drüben sein. Aber jetzt greifen mich alle drei gleich an. Das geht gleich richtig ab hier. Guten Tag. Alter, was für ein heftiges Assi-Schwert. Naja, ist... Oder warte mal, kommen die anderen? Hä? Ach so, ich muss... Einmal zu viel gedodged. Das war's. Okay, das wird lustig mit den Death Counters heute. 28. Aber hey, wir haben die nicht umsonst eingestellt. Wäre ja langweilig. Ach, 28, ja. Ist gut, oder? Schon gut. Und tschüss. Man muss nur wissen, wie. Das Problem ist, jetzt habe ich halt keine Menschlichkeit mehr. Eigentlich musst du nur blocken. Blocken, immer ausweichen, immer so. Zack. Nee. Kriegst du mich nicht damit. Okay. Let's go, Party. Let's go, Party. Ja, wir haben ja genügend Platz. So. Schon mal der Hälfte runter gemacht. Ja, der ist halt dumm, ne? Tschüss. Easy. Ey, was mehr ich die ganze Zeit, ne? Das ist doch voll einfach. Ich habe zwei Menschenbild. Nehme ich jetzt noch eins? Ich weiß es nicht. Ich habe Lebenssteine, die will ich aber nicht versauen. Na, gucken wir mal.
Wäre ganz cool, wenn du da stehen bleibst. Also die anderen beten, meine ich. Die warten jetzt bestimmt, bis der dead ist. Ja. So wird er gemacht. Beide! Na also, hackt's bei euch? Das wird schwer. Seh nichts. Oh, der andere rennt weg. Schön. Ich hab keine Ausdauer. Ausdauer regenerieren. Ja! Was, das wird schwer! Oh, fuck! Geil! Geiles Gefühl, sag ich ehrlich. So, was ist hier? Vorsicht vor Hinterteil, danke. Mein Hinterteil oder ihr Hinterteil? Oder kommt noch ein Hinterteil? Jetzt kommt noch einer von oben oder was? Arschbombe. Was war? Was da? Was war denn das jetzt für ein Move? Ey! Packst du jetzt deine Künste aus oder was? Dieses Fokussieren ist doch nicht umsonst. Alter, schon wieder. Was habt denn ihr für Bugs, Leute? Der Wille, was passiert hier? Easy going. Komplett durchgerannt jetzt. Und vorhin, er hat sich ja irgendwo was geöffnet, hast du es hier gehört? Und nee. Da, oh nein, der andere steht auch auf. Ich hoffe jetzt, der andere haut jetzt ab. Nö. Hä? Das war assi. Hä? Wo kam das denn jetzt her? Der lässt sich wahrscheinlich nicht backsteppen. Doch, hat er vorhin. Hab ich ja vorhin schon. Ach so? Ich hab schon ihn gebacksteppt, Ich hab nicht die richtige Arschhöhe gefunden. War nicht der richtige Falte. Ja, war der falsche. Gut. Jetzt holen wir uns erstmal die Seelen wieder. Wenn wir die kriegen. Achso, Death Counter, warte. Der macht gerade gar nichts. Bug. Counter 29. Alter. Hä? Noch einfacher als vorher, hä? Ja, war ja einfacher. Ich hab starken Schlag benutzt. Aber... Oh? Ah, egal. Okay. Ah, der ist jetzt nicht so wichtig. Oh, ey. Dieses Schwitzen. Das ist mein Endgegner. Es ist nicht Dark Souls, das Game selber. Es ist das Schwitzen. Du Schwitzer. Okay, gut, Leute. Guten Tag. Ich nehme mal kurz die Seelen. Danke. Der chillt auch, der guckt. Der chillt erstmal.
Egal. Alles mit der Ruhe. Egal. Alles mit der Ruhe. Und da liegt nämlich die Kraft. So, und irgendwann geht einer von den Fäden wieder flöten und hat keine Lust mehr. Siehst du, der eine geht jetzt schon wieder zurück? Ey, das ist the way to go bei denen. Und dann kann ich mich schön genüsslich um den seine Arschspalte sich kümmern. Weil wenn plus ein... einzeln machen kann, dann ist es einfacher. Wenn plus einer befriedigt wird, reicht aus. Ich kann nicht euch zwei befriedigen. Das geht nicht. Sie, selbst wenn der schlägt, kann ich ihn killen. Geil. Fleischstein, schön. Kann ich den backsteppen? Kann mal jemand bitte einen Tritt holen? Ich möchte den backsteppen. Ich muss eine Leiter mitnehmen. Oder mit so einem Speer machst du so einen Anlaufsprung, dann so einen Hochsprung, so einen Stabhochsprung mit Speer. Ich hab den ihre Kampfkunst jetzt schon studiert. Das war easy. Easy. Schlagen immer irgendwie daneben. Das sind richtig besoffen. Wie machen wir ihn? Komm, TP. TP heilt dich. Naja. Hast du überhaupt den Ring dafür an? Was meinst du? Ja, den hab ich an. Na, den TP-Heilring, den hast du doch letztes Mal abgenommen. Nein. Gucke, da ist er. Ah. Den hab ich noch an. Ach nee, genau, das war der andere, den du abgenommen hast, der blaue. Da oben sitzt auch noch so eine Schwuchtel. Tschüssi! Der muss doch irgendwann abhauen, der eine da hinten. Na dann nicht. Ey. Oh Mann. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Nicht so ganz, ne. Ja. Das ist der Boss, oder? Das sagen die mir bloß nicht. Oh, der andere geht weg. Das ist gut. Ne, jetzt kommt er wieder. Oh! Jetzt haut er ab. Ich bleib jetzt hier hinten. Ich bloß noch gegen den kämpfen muss. Sag mal, besoffen? Ja! Jawoll! Du Nulpe! Ha! Du hast sogar einen Pfeil im Kopf, meiner! Easy! Der Moment, wenn man überheblich wird in Dark Souls. So, meiner, komm her. Wie Spaß das gerade macht, ne? Göttlicher Segen. Ey, jetzt müsste wieder Patches kommen. So Patches kommt von hinten und stößt dich in die Fluten. So, Leute. Der kommt, glaube ich, aber auch noch. Nee, ich habe gehört, im zweiten ist er nicht dabei. Nee? Na, ich weiß es nicht. Vielleicht auch im zweiten. Aber dann jemand, dann war halt so ein ähnlicher. Ey! Das ist zu lang, das Ding. Das zählt nicht. Der macht Damage.
Das Geile ist, die haben halt vorher noch sich richtig in reingeörgelt und das merkst du richtig bei denen. Wie wieso für die sind, ja. Jetzt hat sich hier oben bestimmt noch ein Hebel geöffnet, wie sich das vorhin angehört hat. Das ist kein Hebel. Das ist einfach mal ein fucking Drache. Ist da der Hebel irgendwo oder ist das hier ein Bait? Ja. Easy, oder? Gibt's da ein Leuchtfeuer? Das sieht ein bisschen so aus wie der aus dem ersten. Der ist aber viel roter, ein bisschen, oder? Ne, roter nicht, aber der ist schmaler. Der andere, der ist fetter, der war gepanzerter. Jo. Und die Flügel sind auch anders. Die Flügel sind viel größer. Sehen auch scheiße aus. Das sieht aus wie bei so einem Flugsaurier. So, gehen wir zum Boss oder was? Ne, gehen wir. Ne, es gibt noch einen Hebel, 1000%ig. Die Frage ist, wo? Hier sehe ich nämlich keinen. So, der ist das letzte Mal aufgestanden und hat mich verfolgt. Oder hat er mich verfolgt? Ne, das weiß ich gar nicht. Der hat mich verfolgt. Ich weiß nicht, ob der aufsteht. Können wir mit dem reden? Guten Tag. Freund oder Feind? Die Frage ist, es hat sich irgendwo noch was bewegt, das weiß ich doch. Die Frage ist, wo ist das Ding? Na, auch nochmal so ein Hebel. Es gibt nämlich zwei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Area hier verbessern soll, damit du besser gegen den Boss kämpfen kannst. Was sehr nett von Dark Souls ist, Dankeschön. Das bin ich von dir nicht gewohnt. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass der Hebel beim Drachen ist. Bloß, der ist mir noch ein bisschen gefährlich, du. Die Frage ist, will Dark Souls jetzt, dass ich gegen den Drachen fight? Ich glaube nicht! Und er feuert wieder los. Oh! Und er erwischt mich sogar. Ey! Zählt nicht. Gute Arbeit. Schwimmen gehen. Wo ist der Hebel? Im Wasser. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, irgendwie, weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt wollen von mir, dass ich gegen den Drachen fighte. Never ever. Ich weiß aber auch nicht, was passiert, wenn du da oben durchrennst oder ob du das überhaupt schaffst. Das ist das andere. Aber einerseits bin ich mir so ziemlich sicher, dass da der scheiß Hebel ist. So nach dem Motto, du musst irgendwie... So, wie ist denn das hier? Haben wir bis jetzt schon ein Schild, was gegen feuerresistent gut ist? 60. Die Holzdinger sind bestimmt richtig geil gegen feuerresistent. Das hier natürlich. Ich würde nicht versuchen zu blocken, ich würde einfach versuchen hochzurennen und mich irgendwo in einer Säule zu verstecken. Da steht doch auch vorne so eine Säule. Aber ich weiß nicht, ob die ausreicht. Das weiß ich auch nicht. Na, hinter einer Wand und hinter einer Säule zu verstecken, das war ja auch schon der Way to go bei Dings. Ja. Aber die Säule reicht nicht aus, mein Körper nee. Passt nicht dahinter. Und die meine ich auch nicht, ich meine die hier vorne. Die hier? Aber, nee, das hat nicht, nee. Nee. Aber macht wenig Damage. Und aber das ist wahrscheinlich das Schild. Nee, das wollen die von mir nicht. Niemals. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich will jetzt aber noch keine Lebenssteine verbrauchen. Gehst du wieder ans Leuchtfeuer? Wir gehen jetzt nochmal zurück.
Hat sich da hinten was geöffnet? Ach, ich will die große Area nicht. Lass sein, mach wieder zurück. Ich will die kleine haben. Die kleine, feine. Im Endeffekt sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich sagen könnte, ich renne jetzt einfach durch zum Boss. Und versuche den auf der kleinen Plattform zu machen. So, gehen wir nochmal zu Majula, nochmal aufleveln. Zweimal, dreimal? Dreimal können wir machen, glaube ich. Kannst du ja an die Bewegungszeit checken, wenn du machst. Kannst du ja die andere auch vertragen und vielleicht. Nee, also, du brauchst ja sieben, da brauche ich sieben Beweglichkeit. Und ich bin jetzt schon voll auf Stärke gegangen. Gut. Warum will ich da hinlaufen? Mann, Dark Souls 2 macht es mir doch richtig schön bequem. Und ich sag nein. Müll. Ich hab keine Ahnung, ob wir richtig sind. Sache ist, vorhin hat sich noch irgendetwas anderes geöffnet. Da bin ich mir so ziemlich sicher. Oh nein. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er runtergefallen wäre. Achso. Ja, du hättest auch gelacht, wenn ich auch runtergefallen wäre. Ja. Immer nur lustig, wenn jemand runterfällt. Oh. So, der holt lange aus. Das ist the way to go. I'm ready for the boss. Getötet gegenseitig. So. Wenn der jetzt noch da steht, Dark Souls 2, wenn der noch da steht, halt's Maul. Eigentlich müsstest du jetzt sagen, okay, meiner, den erspar ich dir fürs nächste Mal. Ja, das passiert, wenn man wieder unachtsam wird. Sehr schön. Ich glaube, der müsste jetzt noch da stehen. Ich habe. Natürlich steht er da, das war bloß ein Spaß. 29! Juhu! Das war doch jetzt schon der 30. Aber es. Heute wird der 30. Jubiläumstag. Das war schon der 30. Du hast vorhin den Defcon da vergessen. Nein. Doch. Nee, vorhin. Du hast es nicht gemacht. Vorhin, du siehst es doch gar nicht. Ich hab vorhin auf jeden Fall gemacht. Nein, hast du nicht. Du hast einmal ausgelassen. Egal. Du wirst ja dann sehen. Wenn du auf die Statue gehst. Im Offline-Modus. Ja. Also irgendwann. Oder du guckst dir das halt im Video nochmal an. Musst du nochmal die Tode nachzählen. Ja, na das mache ich sowieso. Hä? Okay. Das ist dumm. Das ist richtig wohl. Ja, aber Schild, meiner.
Schild meiner. Ich habe ein falschen Schild. Wegen dem Drache. Hast du wieder Lederschild? Ich nehme natürlich den effektivsten, ne? Ist ja klar. So, zack, Hof mit dir. So, hau schön daneben, danke. Du bist auch besoffen, Alter. Mann. Wie viel muss man gesoffen haben? Wirklich. Wo ist der Scheißhebel? Da oben, nach dem Boss. Musst du rüberrennen. Kann sein. Nee, da ist eine Nebelwand, meiner. Gucke. Da, Nebelwand. Naja, aber nach dem Boss ja nicht mehr. Aber ich kann doch dort den bekämpfen, oder? Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, die Plattform, als vorher. Ist machbar, denke ich. Guten Tag. Du willst noch mal, na? Willst du noch mal aufs Maul? Ja? Jetzt hat er wieder sich umentschieden. Sonst macht er den immer. Naja. Tschüss. Immer wenn der stirbt, kommen die anderen auf mich zu. So. So, erstmal ruhig. Ruhig hier. Oh, der andere geht zurück. Schön. Oh! So. Komm her. Mein rostiger Klumpen. Mein Fels in der Brandung. Ja! So! Und ruf! Blocken ist OP und dodgen auch! Oh! Der ist gestorben. Nee, ist er nicht. Huh! Okay. Jetzt ist die Frage, rennen wir einfach durch oder nicht? Ich weiß, der Sack, der verfolgt mich. Wäre jetzt der geilste Move eigentlich, den abzuschießen. Wir haben aber keinen Bolzen, oder? Wir haben Bolzen, oder? Ja! Ey, also Stück, ja. Schießen den jetzt ab. Obwohl, kann man hier wieder nicht... Oh nee, das geht nicht, ne? Was? Das anvisieren und dann... Ne, das geht glaube ich nicht. Aber kannst du ja mal probieren. Ob es den zweiten Teil geht. Ja, geht. Oh! Wie rüste ich. Achso. Ja, logisch, ne? Na gut, der kommt hoch. Geil! So muss ich's leben. Was? Was für ein Deutsch? Kommst du her? Tja, Blocken ist OP, mein Freund. Ja, Tempel. Bisschen, der sieht so ein bisschen aus wie der Torius auf Speed, Alter. Der! Ich kann staggern! Schön! Boah.
Okay. 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 Mit der Ruhe meiner. So, Boss, gibt's Lebenssteine. Was passiert da? Warum sterben da alle? Wegen dem Weißen oder wegen der Truhe? Ich will's wissen. Willi! Jumper! Will's wissen! Keine Ausdauer. Alter, der macht Damage. Also der macht... Ja! Easy going! Ey, wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ne, die kämpfen alle. Guck mal, die kämpfen alle verzweifelt! Sind die alle nicht auf die Idee gekommen? Na, gegen den Weißen hier, der hier saß. Die haben einfach die Truhe öffnen wollen, ist doch klar. Die sind greedy, die Leute. Ah. Und die wissen nicht, dass in Dark Souls greedy sein gleich Untergang bedeutet. Vorsicht vor, Hinweis. Jo, ich spring runter, danke. Ja, das ist jetzt die Frage. Macht es jetzt Sinn, auf der Plattform gegen den zu kämpfen? Olmer! Im nächsten Bossfight! Jo, wir rein. Oh, Alter. Alter. Ist der irgendwie hirnlos? Oh! Man packt doch jetzt noch irgendwas aus! Oh, der kann mich runterhauen! Das ist bei denen das Problem. Nein! Nein! Ach, come on! Der ist so easy! Ich hätte einfach weitermachen sollen. 30! Jubiläum! Ist dir mal was aufgefallen an meiner Laune heute? Nee. Nö, nö, natürlich gar nicht, nö. Alter, es ist langweilig. Hä? Okay. Guten Tag. Ja, eigentlich kann ich jetzt zu dem durchrennen. Ja, ruhig Brauner. Ja, wie spät er auch checkt, dass ich woanders hingehe. Ah, nee, ich mach die Safe hier weg noch vorher.
Ich merke gerade, dass sie übelst anfällig gegen das Bastardschwert sind. Der hätte jetzt runterfallen können, das wäre lustig gewesen. Ist aber nicht passiert. So, Leute. Come on. Meiner zählt nicht. Alles ruhig. Mit der Ruhe, Brauner. Guck mal, die gleichen Schläge. Oh, die waren gefährlich. Die waren sehr gefährlich. Nein! Das kann nicht sein. Ich dachte, die sind jetzt so langsam, Alter. Schon wieder unterschätzt. Alter, wie oft stirbt man, wenn man unterschätzt? Gut, 31. Es geht weiter! So, der ist jetzt dumm. Der ist immer noch dumm. Dämlich kann man einfach sein. Nein! Zu früh! Ja, alles gut. Warum kommt ein Boss namens Drachentöter und da draußen sitzt der Drache? Das macht auch keinen Sinn. Nee. Alter, Drache kommt. Da! Drachentöter, komm mal lieber raus und klatsch den Drachen dort oben weg, du blöde Jan. Ja, Safe Call ist beim Drachen der andere Hebel, 1000%ig. Aber brauchst du nicht. Also. Verstehst nicht. Vorhin so übel easy so ein paar. Guten Tag. Ich bin wieder da. Hat das so wenig, achso, weil es Stich war. Der braucht sie eigentlich bloß im Runden, aber wenn da ein Geländer ist. Das ist fair. Nee, jetzt auch. Alter.
wie schnell war denn der jetzt da? Okay. Okay, der andere geht weg, sehr gut. Dritter Schlag, genau. Easy. Huh! Sag das nicht so oft. Denn wir wissen, Dark Souls, da stimmt was nicht, wenn was zu easy ist. Ah, zum Beispiel das. Bei den anderen Dark Souls kriegst du schnell aufs Maul, wenn es zu easy ist. Naja, das ist hier ja aber auch so. Gut. Da sitzt da der Kollege. Schnurschnurschuh. Wie sagt man Schnurschuh? Schnurschuh. In den Kopf. Ach, du kannst sogar aufladen. Schade. Egal, komm ran. Blöde Sau. Na du. Hä? Alter. Der macht seine, der bereitet seine Attacken vor und deswegen kannst du ihn nicht backsteppen. Oh. So fühlt es sich jedenfalls an. Bei dem muss dir halt wirklich klar sein, wann du den schlagen willst. Digga! Geht doch nicht mit rechten Dingen zum Arm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Vorher kommt man so easy, so durch und jetzt auf einmal wieder Blackout. So, 33, schön. Ich habe ihn 10-mal geklatscht. Den Kerl habe ich nicht 10-mal geklatscht. Naja, vielleicht clearen wir die Area heute noch. Glaube ich zwar nicht, aber... Alter. Dafür, dass wir keinen ersten Gegner hatten, ist das Leben schon ganz schön runter. Nein, ich hasse es. Ich habe vorhin die ganze Zeit aufgepasst, jetzt nicht. Ich krieg grad übelst aufs Maul. Schön, oder? Für die Zuschauer. Na? Echt gut. Echt gut. Vor allem für Wille. Da freut sich gerade ein Ast ab. Ah, jetzt haben wir ein Thema geklatscht. Jetzt ist er weg, oder? Könnte sein, ja. Nö. Sind wir noch da? Ja, noch, ne? Ja, jetzt ist es das 10. Mal, ja, ja. Und Ausdauer weg! Ausruhen! Ich habe die Seelen verloren. Ach, egal. Wir bewegen uns hier an der Seite. Oder besser gesagt, um ihn herum. Weil dann kann er uns eh nicht treffen. Dazu ist es zu besoffen. Genau.
Meine Leiste gefällt mir nicht. Ja, lauf weg. Er fokussiert den Falschen an. Bam. Gut. Fokus. Fokus. Alter! Wir warten auf den Hecht. La 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 la. Wir warten auf den Specht. De, 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 de. Du kleine Mongole. Du kleine Mongole. Kleine Mongole. Der kann richtig, richtig nerven. Alter, du Drecksvieh! Okay. Naja. Ja, was ist der Plan jetzt für den Boss? Wir werden jetzt das letzte Menschbild benutzen. Und dann klatschen wir den natürlich. Oh oh. Eigentlich funktionieren die hier alle gleich. Einfach nur drum rumlaufen. Okay, Leute. Zack. 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 Einer. Vielleicht doch Schild. Der funktioniert genauso wie die anderen. Nee, komm mal in die Mitte meiner. Da kann ich dich besser umrunden. Oh. Da kriegt er auch hinten kein Damage. Aha. Beschützt du auch deinen Arsch damit oder was?
Weißt du, wie einfach du bist? Du kleiner Bastard! Also jetzt mal ganz ehrlich, Dark Souls, willst du mich eigentlich verarschen? Du wirst im Prinzip dadurch, dass du die anderen herausgefunden hast, wie du die machst, weißt du auch, wie der Boss gemacht wird. Ja. Der war ja viel zu einfach. Das ist der dritte Boss. Digga, ich fand sogar den Verfolger schwieriger. Ein zweiter Try. Geil. Jetzt kommt hier der nächste direkt. Ah, geil. Das sieht nicht gut aus. Die sterben, die Leute. Oh, geil. Wir haben ein zweites. Wir machen wieder Progress. Digga, tolle Aussicht doch. Er versucht angreifen. Vorsicht vor Monster, kurz gesagt Frau voraus. Kannst du die? Kann ich mit der sprechen? Ja. Are you from these parts? Oh oh. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. Okay. Warum sterben hier Leute? Will die uns herausfordern? Ich bin vorsichtig, my lady. Gegenstand kaufen. Heilige Klerikerglocke. Aha. Erhöht Willen. Wille, guck mal, du bist wieder gefragt. Sag mir mal, ob das wirklich mich zu dich macht. Was? Das hier, erhöht Willen. Nee. Scheiße. Nee, um Gottes Willen, also nicht scheiße, aber... No need for miracles. Oh oh. Nein. Das wäre jetzt lustig, wenn sie sich verwandelt so, weil du nichts gekauft hast. Du Wichser! Guck mal, das sieht doch hier falsch aus. Unmöglich. Oh. Wenn das offen wäre, könntest du einen Sprungangriff auf dem machen. Oh. So, warte mal, hat die keine. Die hat keine Menschlichkeit verkauft, ne? Scheiße. No need for miracles. Gut. Nein, ich brauche keine Wunder. Ich find's schon wieder krass. Wir sind direkt drin und haben schon den nächsten Boss geklatscht. Also. Na gut, wenn das Spiel 40 Bosse hat, dann müssen die auch ein bisschen schneller kommen. Sonst wird's schnell öde. So, was können wir machen? Einmal, zweimal. Ja, Vitalität weiß ich nicht. Belastung, Anpassung. Okay. Warum ist die Tante noch nicht hier? Ah, ich kann mir vorstellen, warum. Vielleicht, weil wir nicht mit der gesprochen haben. Mit der, die uns auch verfluchen kann. Melench, ja. Ja. Nur noch Fremde, das tut mir leid. Aber das ist gut, dass die sich aus dem Staub gemacht haben. Drangley ist ein Trümmerfeld. Die, okay. Zyklopen oder was? Sie erzählt uns ein bisschen was über die Geschichte. Ich will aber wirklich, ich gehe in Dark Souls 2 rein und ich will wieder alles wissen, was ist da passiert. Ich will alles wissen. Ich glaube tatsächlich, das wird für mich eine kontroverse Meinung gegenüber der Allgemeinkritik. Ich meine, ich bin noch nicht weit, um Gottes Willen, aber
finde das Spiel bis jetzt richtig geil. Ah. Okay. Ah, gucke, jetzt sagt sie's. Ich mein Zeug nehmen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, mein Lieber, habe ich ein Schnäppchen für euch. Genau. Okay, sie sagt dasselbe. Perfekt. Ja. Ja. So, wir haben ja auch noch was Kleines zu tun, sag ich mal. Wir haben nämlich hier noch eine Fackel. Können mal gucken, ob wir die anzünden können. Mann, könnte nicht auch schon weg sein. Ey. So. Easy. So, liebe Leute. Die Fackel war hier oben. Ballert die runter? Nö. Ich roll hier mal alles kaputt, damit die Fässer nicht explodieren lassen. Das wäre nicht so nice. Oh, die greifen mich an. Kommt ihr hoch? Oder klettern die... Ah, die klettern keine Leitern. Geil. Die klettern keine Leitern. Guten Tag. Eigentlich müsste ich erstmal alles clearen, aber ich denke mal. Die kriege ich so geschafft. Ah, so, ich habe eine Fackel da. Ich wollte gerade mein Schild heben. Blocken. Ah, guck mal. So, nice. Läuft doch. Nicht zu nah an die Fässer. Ist jetzt die Frage, haben wir noch irgendwo? Der Kopf backt übelst rum. Oder? Du siehst bloß, wie der lebt, hä? Hm. Guter Mann. Guter Mann, bleib liegen. Oh ja, nice. Nice, nice, nice. War hier unten was zum Anzünden? Ich weiß es nicht. Gab's hier noch irgendwo Fackeln? Wird doch nicht nur die eine gewesen sein. Hm. Würde ich sagen, dann machen wir dort weiter, wo der Drachentöter ist. The Dragon Killer and the Dragon is in the near. It's a bad Dragon Killer. Wenn er nicht mal einen Untoten getötet bekommt. Okay, einmal, ja, aber. Also wirklich. Erstmal will ich da. Jetzt ist sie verschwunden! Wille, da ist sie despawned. Gucke, jetzt hat sie sich auch teleportiert. Die gute. Hier schon wieder. Kauft was. Kauft was. Ja. Menschlichkeit. Das ist nämlich so ein Ding. Du wirst hier irgendwie dazu genötigt, Menschlichkeit zu kaufen. In Dark Souls 1 ist Menschlichkeit nicht so wichtig, aber hier willst du schon deine vollen Leben haben. Es läuft schon wieder so gut, Alter. Was ist denn jetzt?
spiel noch ein bisschen Projekt Zomboid mit einem Kumpel. Ach nee, jetzt. Das hast du vorhin geschickt. Ich dachte schon, das kommt jetzt. Habe ich die ganze Zeit gesprochen? Wille? Wille? Ja. Achso, okay. Bin auch da. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Digga, jetzt rennt der da vorne auch rum. Hä, warum ist der da jetzt unterwegs, der Weiße? Kann ich den eigentlich abballern? Wie der sein Schild auch nach vorne ausrichtet, geil! Das bringt ja auch voll was, meiner. Ah ja. Gut. Dann gucken wir mal weiter, was uns hier erwartet, hä? Aber auch schon wieder geiles Ambiente, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir. So, wo geht's hier lang? So, mal Schild nach oben. Kannst du schnell was verpassen hier? Klosteramulett. Da. Heilt Gift und stellt TP wieder her. Gut zu wissen. Ne, jetzt haben wir es plus versetzt. Haben jetzt ein paar Seelen, Abfall, Goldharz. Hm. Versucht arme Seele. Digga, erschreckt mich nicht. Nach einer Stunde so, also um 10 macht schon, denke ich mal, auch wieder aus. Hm. Oh, jetzt ist hier die. Damit ich noch den Rhythmus beibehalte. Jetzt ist Ach hier. Achso, ich gehe ja demnächst auch zu BMW. Ach so? Ja, nice. Also ich letzte Woche Freitag mein Gespräch bei BMW und fange ich am 3.6. an. Cool. Freut mich. Aber richtig bei BMW Group? Nee. Achso, bei einer Leihbude wieder. Na, ich bleib bei meiner Leihbude. Achso. Aber die stellen mich halt bei BMW ein und nach 9 Monaten oder sowas kann ich ja dann dort richtig anfangen. Alter, helle Bade. Wenn die mich überhaupt haben wollen. Krass. Freut mich für dich. Erstmal. Jo, ja, okay. Ich will auf jeden Fall bei Servern bleiben. Mir macht's und ich hab Spaß. Und ich hab sogar Tagschicht, also ich muss auch keine Schichten machen und alles. War schon geil. Von der Leihbude her ja, aber wenn du zu BMW Group kommen möchtest, ich glaube dann. Nee, da habe ich auch nur Schichten. Als Elektriker in der. Also zumindest da in dem Team, wo ich bin halt. Aber auf Bereitschaft, oder? Nee. Ich meine, wenn du richtig bei BMW Group angestellt sein solltest. Also irgendwann mal. Ja. Ja. Trotzdem. Die suchen doch Leute mit Störungssuche und so und da muss man doch auch. Ja, suchen sie auch. Also die suchen auch halt Leute die auf Bereitschaft dann sind, aber das sind dann halt Leute mit Führerschein. Aber ich habe ja keinen, deswegen werde ich halt nur tagsüber in der Tagschicht eingesetzt. Hm. Alter, what the fuck ist das? Junge, das ist ja mal teil. Bin gleich wieder da. Geh mal kurz raus, das zu holen. Mhm. Krass. Geiles Teil. So, weiter geht's. Hurra für Leben.
Wo sind wir? Pferd. Was ist das hier? Da sterben Leute. Ah, nochmal so ein komischer Sonnenritter. Gift. Der wird getötet oder wird er vom... Nee, da ist was drin. Okay. Edler Knochenstaub. Was ist das denn schon wieder? Dunkle Pastillen stärken vorübergehend Finsternisabwehr. Oh mein Gott. Verbrennen in Leuchtfeuer stärkt Estus Flakon. Alter. Guck mal, was ich gefunden habe. Ich habe dunkle Pastillen. Also richtige Pillen, die ich mir reinschieben kann. Stärken Finsternis, aber ja. Und ich habe edler Knochenstaub. Verbrennen in Leuchtfeuer stärkt Estus Flakon. Aber ist es dann bloß, sind das dann bloß die Estus Flakon, die ich bei diesem bekomme, also bei diesem ja. Leuchtfeuer, das ist ja scheiße. Ja. Da müsste ich ja jedes Leuchtfeuer. Okay, müsste ich nicht eigentlich, nur bei denen, wo ich es wirklich brauche. Aber. Wack. Ja, ich habe diesen Sonnenritter mal wieder weggemacht, der hier auch im Wald der gefallenen Riesen hier da vor dem Königstor war. Und ich würde sagen, hier geht's richtig ab jetzt oder was? Das macht wieder richtig geil Spaß heute. Aber ist das Spiel auch leichter bewertet als Dark Souls 1 oder kommt da noch das ist richtig das krasser? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube schwerer wird's nicht. Echt jetzt? Ja. Das wäre aber scheiße. Und New Game Plus gibt's dann hier auch nicht, ne? Ach, ich glaube, das gibt's. Ey, wer hat hier hingeschissen? Hingeschifft. Oh. Hier kommen Leute aus dem Boden. Das ist nicht gesund. Macht mal euren Keller rene. Guten Tag. Na, das ist aber wieder mal toll. Ach. Ach du Heilige. Wer bist denn du? Ja, guten Tag, meiner. Die greifen richtig an? Na klar, was denkst du denn? Na, die in Dark Souls 1 haben bloß gepustet. Also, die haben ja nur Rauch gemacht da. Die sehen halt 1 zu 1 aus wie die aus Remastered. Also komme ich hier schon wieder nicht hoch. Toll. Diese Tricks-Basilisken, die machen diese ganze Welt kaputt. Brauchst du einen Duftzweig? Kannst du den irgendwo kaufen? Ja. Ach, bei der Hexe, stimmt! Wo geht's denn hier lang? Alter, was passiert jetzt? Hä, was ist das? Wo bin ich? Warum ändert sich übelst die Map jetzt? Hier sterben Leute. Aber richtig krass viele Leute sterben hier. Hä? An was? An das, was kommt.
kommt ja gar nichts, da kommt ein Leuchtfeuer. Da, am Leuchtfeuer sterben die. Ja. Ey, ich wollte es lesen, meiner. Ey, aber das war jetzt ein sinnloses Leuchtfeuer, also. Ja. Hurra für Geste. Vision von Trost wie ein Traum. Ich will aber einen Toast. Hä, das ist die erste Map, wo wir drei Leuchtfeuer jetzt haben, oder? Ah, nee. Niemandswerft. Wir sind in einer komplett neuen Area. Okay. Gut. Die Sache ist, diese komische Ast, den du gerade meintest, der kostet, glaube ich, 12.000 oder so. Echt, der Zweig? Nee. Doch, das ist der hier. Doch, Zweig. Nee. Das gelbe ist Kraut. Aber... Da, der hier. 12.000, Duftzweig. Ja. Aber muss ich für jede Steinstatue einkaufen, ja, ne? Ja. Boah, ist das ekelhaft. Die findest du auch später noch. Ja gut, das dachte ich mir schon. Ah, du würdest jetzt auch schon bei manchen Areas gerne weiter gucken. Also ich muss sagen, Map Design bis jetzt finde ich nice. Ich mag's. Bist du denn jetzt hier schon an dem Punkt, wo du gesagt hast, oh, ist nicht so geil? Ja, bis jetzt noch nicht. Oh, da ist die Gruft des fliegenden Holländers von SpongeBob. Der Piraten. Hinterhalt voraus. Guten Tag. Du bist wohl von der Piratencrew, meiner. Fluch der Karibik oder was? Oh. Guten Tag. Okay, das finde ich jetzt echt schade, dass hier einfach nochmal dieselben wie oben kommen. Was macht ihr hier eigentlich? Die Party. Da ist immer mit Krummsäbel. Das passt natürlich zu Piraten. Ah, okay. Ihr macht auch Dual Wheeling. What the fuck? Nein, 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 nein! Ich hasse dich. Wie kann man hier sterben? Ey, wirklich. Das ist das einzigste Beschissene an der Area, ne? Das ins Wasser fallen. Baden gehen. Ich gehe gerne baden, so ist es nicht. Aber in dem Fall muss es nicht sein. Ich bin Untoter, ich bin wasserscheu. Das ist alles ein bisschen... Ja... Dann läuft der ganze Leichennamen voll Wasser. Da denke ich ja mal, dass der Boss auf dem Schiff ist. Das wäre cool. Das wäre cool, sagst du? Das klingt ja nicht so. Oh, der ist runter. Jetzt gehst du auch mal baden, meiner. So, wir haben jetzt Höllenhund vor uns. Gut. Alles klar, meiner. So. So, du warst auch übelst easy, also... Weiß nicht, wovor ich jetzt Angst haben soll. Weiß es nicht.
Aber ihr habt das Banditenmesser. Das erkenne ich. Weil ich damit meine No-Death-Runs-Tries anfange. Ah ja. Lebensstein, große Seele eines verlorenen Untoten. Sehr gut. Ihr seid ja alle verloren, oder? Ah, Digga. Steh halt erst auf. Hä? Oh, Alter. Das muss aber nicht sein. Hä? Digga, erwischt er mich trotzdem noch. Ich glaube, es hackt. Ich wollte ihn gerade parryen, scheiße. Dunkles Harz. Das klingt ja harzig. Harz, aber herzlich. Ja, das sieht hier auch alles harz, aber herzlich aus, ne? Sehr idyllisch eingerichtet. Schön. Finde ich echt scheiße von euch. Wer bist du denn? Oh. Cool. Also du bist wendig, aber hast wenig Leben. Und du bist wie die Hüllen, die mit Fackeln rumspielen. Also jetzt auch mal vom Look her allgemein. Die Schwester schwächst du mir. Spitze? Ich finde die schon ziemlich geil gemacht. Ja, schon. Ist halt eine coole Idee schon. Also. Ah, nee, doch. Ist schon ganz nice. Aber man kommt nicht zum Schiff, oder? Das ist. Hier hoch geht's, guten Tag. Oh, bist du ein Pirat? What is it? I don't know you, and you things are better that way. Belassen wir es dabei. Das ist eine Süße. Hörte sie. You are normally people keep a safe distance when they see this mask. Ich mag das. Lucatiel? Also Mira ist ein schöner Name, aber Lucatiel? Das müsste andersrum sein. Der Ort müsste Lucatiel heißen. Mira aus Lucatiel. Anteil. Okay. Nee, ich auch nicht. Ich bin auch nicht prepared. You are an odd one indeed. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you're on a journey. If you require assistance, I will help. Sorry, ich habe den Verfolger gekillt. Jetzt muss ich selber Leute verfolgen. A land of knights. My sword is all. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens. Ah, okay, krass. Die kannst du dann rufen bei Bossfights oder was? Gut. Ja, die Stackers da einmal und dann sind die weg. Also. Leichter geht's ja nicht. Das war klar. Naja. Für sinnlos. Ah, okay, ich bin jetzt durch die Bude da gerannt, obwohl ich hier auch die Treppen hoch könnte. Verstehe.
Soll mein Schwert schon so krass sein jetzt? Ja. Ja, irgendwie mache ich gefühlt die Gegner fast One-Shot. Die Hütte war teuer, ja. Ist halt ja, so eine ein Item im Schrank. Das könnte ich mir vorstellen. Den hast du ja gar nicht aufmachen können, oder? Hättest du bestimmt untersuchen können, vielleicht. Jetzt werden wir uns nicht herausfinden. Vorsicht vor Monster. Fackel wird benötigt. Vorsicht vor Monster. Hier sterben Leute. Haben die Angst vor Feuer, vielleicht? Oh! Laufen einer runter. Nee. Vorsicht vor Monster, haben sie gesagt. Und der hat vielleicht Angst vor Feuer, deswegen Fackel. Oh, der macht Blutung. Ja, also, Leute, wer hier stirbt? Der ist ja selber schuld, oder? Also wirklich. Der muss nochmal im untoten Asyl gegen den Dämon kämpfen. Gegen den Asyl und Dämon. Der muss nochmal das Tutorial machen. Oh nein! Warte mal. Der versucht mich die ganze Zeit zu treffen, der Hund. So, guten Tag. Explosive Wucht. Ich würde sagen, explosive Zucht. Ich stirb schon wieder einer. Ey Leute, was ist denn mit euch? Könnt ihr alle kein Dark Souls spielen? Guten Tag. Darf ich dich runterschicken? Oder so. Da kommt der... Da kommt der Fackel. Der Fackelpfeil. Der Feuerpfeil. Oh. Guten Tag. Ich fühle mich gerade langsam ein bisschen verarscht. Das fühlt sich so an, als ob du so eine Area vorher machst, die tausendmal schlimmer ist. Und jetzt bist du hier. Okay, was kommt jetzt? Na, jetzt bin ich gespannt. Ach, jetzt legt das Schiff an, oder? Nee. Hört sich an, als würde es losfahren. Ne? Das sinkt. Ne, das kommt her. Kommt her, ja. Da ist der Boss drauf, bin ich mir. Mit einfach drauf springen. Nee, das wird nichts. Ah, nee. Das fährt nicht weiter. Oh, ich soll hier runter wahrscheinlich. Hä, also mal ganz ehrlich, was kommt denn jetzt noch? Feuerfall? Oh. Da ist ein Tierchen. Ah, die kommen halt nicht hoch, weil die zu fett sind. Hä? Manchmal kann ich die töten, wenn die am Boden... Achso, warum mache ich hier auf? Ich Vollidiot. Nein, nein. Ich kann bestimmt durch die Wand schlagen.
Aber ich nicht. Die auch nicht. Oder die machen es nicht. Ich verstehe gerade. Ach, du hast das schon gemacht. Hacker. Zeig dich an. Komm zurück. Tja, so kann man es ausnutzen, ne? Das Coding hier. Ist nicht immer nur für die Gegner. Oh. Oh. Alter, was erreichst du mich hier? Noch da stehen wir hauen. Naja, aber bloß bedingt. Ich bin der Chef. Siehste, der Chef hat's gemacht. Langschwert! Brauche ich jetzt auch volle Kanne. So. Fackel. Wo kam denn das her? Wer bist du? Alter, jetzt kommen hier aber ganz neue Leute. Ich sehe halt nicht so viel. Bei dem musst du zuschlagen, fertig. Sieht so aus, sah gerade so aus, als wäre der einfach gestorben, indem er die Gegend nicht gelaufen ist. Ja, ist ja auch so gewesen. Wer in mich reinrennt, der ist tot. Also will man es, ne? Ist ja klar. Ja. Selbstmord. Gab's bei Black Ops 2 so einen geheimen Perk. Hast du so einen Insta-Kill gehabt, wenn du den geupgradet hast auf die geheime Stufe, dann sind die Zombies sofort gestorben, sobald die dich auch noch berührt haben. Guck mal, das ist schon wieder Assi von Dark Souls. Ja, kommst du nicht hin oder was? Naja, ich will es nicht, ob ich ins Wasser gehen möchte. Obwohl. Menschenbild, nice. Was bist du? Ach, du bist ja auch so ein komischer. Da kommst du her oder was ist los? Der sitzt doch raus. Der kackt gerade, ne? Na, dann gehe ich schon wieder raus. Der muss pinkeln. Der muss pinkeln. Der ist komplett angestrengt, der kann nicht mehr. Der hat doch schon den halben, die halbe Höhle hier geflutet. Da oben sitzt einer. Gehen wir noch zu dem hin, oder? Aufhören! Man kackt nicht ins Becken! Ekelhaft. Shortcut. Nee, schade. Oh, doch. Das ist ein Shortcut. Warte mal, ne? Geh doch zurück. Ich spreche erst mal mit dem hier. Light, but it remains dim. I am Pavilion, and I've no interest in the magic impaired. An Magielosen? Achso, das ist Magier. Also wenn du hier mit Magier spielen möchtest, musst du zu dem. Eine Stunde 42, geil. Nice. Oh. Nochmal. Okay, er will mit einem Untoten nicht reden. Wahrscheinlich musst du das sogar hier Dings ausgewählt haben, oder? Mensch, ist geil, ja. Und da hast du doch. Oh, nee, ich glaube Magier. Kann sein. Weißt du nicht, ob es NPCs gibt, die auf die Klasse reagieren? So, soll ich die mal abwerfen mit Feuerbomben? Ob das dann hoch geht? Ja, da passiert glaube ich nichts. Kannst ja probieren, du hast ja noch eine. Glaubst du, da passiert nichts? Ne, stimmt, da passiert nichts. Ich muss dann sowieso nochmal zurück, weil...
Nein. Fuck. Oh, nicht getroffen. Also. Guten Tag, Leute. Ich geh mal nochmal zurück, ne? Tschüssi. Aber ist da hinten ein Boss? Weil da ist ja das erste Mal keine Nebelwand, ne? Aber ich denke, auf dem Schiff kommt ein Boss. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Denken wir auch. Nito. Nito, Pirat. Sehen. Piraten Nito. Da spawnen dann sehr viele Piraten. Es fühlt sich so falsch an, gegen die zu kämpfen, nachdem wir durch diese Turmruine da gegangen sind. So. Weil die alle zu easy sind. Die in der Turmruine waren tausendmal schlimmer, finde ich. Klar, wenn du heraus hast, wie du die machst, ne, aber... Könnt ihr mich nach Hause fahren, irgendwie in die Psychiatrie bringen? Das wäre ganz gut. Ich muss hier mal... Ja, ja, ist ein Boss. Safe call. Oder? Nö. Komm mal run. Oh. Hier ist ja gekommen. Das sind einige. Woher kommen die denn jetzt an? Digga, du guckst von draußen auf das Schiff. Nobody is there. Nobody is there, so Death Corner. Soll ich die jetzt alle machen oder was? Ja. Eine ganze Piratencrew, das ist aber unfair. Ja, wir wissen ja jetzt, dass wenigstens welche kommen. Ich laufe in die falsche Richtung. Verpiss dich. Du mit deinem scheiß Mondlichtschwert. Hat er den irgendwie geknattert oder was? Alter. Steh auf. Nicht runter. Oder fahre ich mit dem Schiff zum Boss? Das ist natürlich Pockers, wenn das so ist. Ey! Ich wollte den ficken von hinten. Shit. Da ging der Death Counter hoch. Haben, glaube ich, heute 10 Tode hinter uns. Hey. Meiner! Ruhig! Oh, Alter. Der pariert, oder? Schön.
Digga, von außen siehst du kein Schwein und auf einmal kommen die alle reingerannt. Übelst assi. Okay, wie machen wir das jetzt? Einfach draufschlagen. Ich glaube, ich gehe trotzdem den Inn erstmal wegmachen. Hä? Hä? Da kommen doch noch welche. Oh, da wirft einer irgendwas. Alter! Die sind heftig. Nein, nein, nein! Hä? Die sind wild. Die haben vor allen Dingen, weil die Dual Wheeling machen. Tot. Also vor einem Boss kommen diese heftigen Bastarde. Das ist Dark Souls-like. So, Death Counter. Nicht vergessen. Also machen wir heute noch die 40 voll und dann war's das. Ja, kann man machen. Der trifft immer noch nicht. Aber der trifft nicht. Kommt man schon aus, denk ich mal. Na, die 40 kriegen wir jetzt wahrscheinlich bei den Bastard-Idioten schon voll. Der, das gibt's doch nicht. Hä? Zau mal auf. Digga. Kommt der da hoch jetzt? Ja, kannst du natürlich nicht runterschlagen. Warte mal, rennt der mir vielleicht hinterher? Kann ich die vorher finden? Das war doch so inner gerade. Wait a second. Nö, lass mal. Lass mich in Ruhe. Ich hab mich umentschieden. Hä? Hab ich nicht vorhin mal Menschlichkeit reingetan? Oh, da kommen sie, gucke. Da kommen sie an. Oh, die sind heftig. Die sind krass, aber die kommen hinterher. Das heißt, ich kann die vorher schon finden. Toll. Toll, schön. Läuft. Mit den Deaths. Gut. Dann nehmen wir so. Und wir rennen auch mit denen rein. Naja, trotzdem finden wir die jetzt zuerst. Tschüss. Ey, der Inne sneakt hier hinten wieder.
Die sneaken alle hier an den Steaks. Steaks. Nicht Steaks, sondern... Wie Cheat? Was haben die sich ausgesucht, wie die sterben wollen? Die kannst du alle hier finden und schon vorher töten, dann kommen die nicht aufs Schiff. Da hinten steht auch einer. Der steht auf. Hä? Nein. Ach Mann, nein. Nein. Ja, die wissen gar nicht, was die tun sollen. Zu viel auf einem Haufen. Nicht ganz bewegen. Ich hör's doch plätschern! Verpisst euch! Gut. Den habe ich getötet, ja. Kann ich hier auch was untersuchen? Nee. Ja, die kann ich nicht untersuchen. Oh, da oben ist einer, gucke. Den kann ich mir hier schön sneaken. Die sind ja auch nicht schwer. Die sind bloß scheiße, wenn die zu viele sind. Oh. Und die Area möchte, also das Spiel möchte von dir, dass du alle vorher findest und tötest. Aber warum waren das vorher dann doch so viele? Ja, ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Der versucht der Sprungangriff. Meine eigene Waffe gegen Bosse. Also hallo, beziehungsweise ein Remastered. Gut. Oh, da sind drei Hunde. Uff. Was bewacht denn ihr Schönes? Das sind Wuffis. Oh. Da unten steht der andere. Da kommt der nächste. Kam der nicht vor und auch da, wo... Nee, warte mal, den habe ich schon vorher weggeklatscht, oder? Auf einmal kann ich die alle im Liegen töten. Hä? Hä? Vor allen Dingen?
Warum benutze ich eigentlich die Lebenssteine, ich Vollidiot? Sauf, du Hund! So. Sauf! Hab ich hier einen Schlüssel? Alter, was bist du denn für ein Klops? Pickwanz. Mhm. Ja, Alter, komm. Was mach ich denn? Oh. Runterfallen. Saufen. Peter. Anstoßen. Ich hab gewonnen. Wetttrinken gemacht. Oder komme ich hier zu einer anderen Area? Was ist denn das? Das sieht... Das ist hier so ein Pharaos Vieh. So ein Wahrheitsverkünder. Ich komme hier wieder nicht raus, ey. Es ist wirklich... Lass mich mal bitte. Danke. Hä? Hey! Alter! Du blöde Sau, du! Hab ich ihn? Ich hab keinen. Warte. Die Frage ist, wie krieg ich ihn wieder? Große Seele eines stolzen Ritter. Alter. Wenn ich die mir reinpfeife, ne? Hä? Du sollst springen, du Hund. Ach nee, warte. Das war ja anders hier. Der schafft es nicht da hoch, ey. Hey, sind doch überall Hunde, hä? Ja. Gut. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt aufs Schiff gehe, kommen jetzt die anderen... Welche kommen wir? Ich glaub schon. Ja, aber nicht mehr so viele eigentlich. So, der ist tot. Ich glaube, wir haben schon gut geklärt. Hier oben müssen wir noch klären, glaube ich. Da ist auch noch was. Und da steht auch noch einer. Oh, Alter. Ich hab's nicht mal gelesen, so schnell hab ich's genommen. Ja, gehen wir jetzt aufs Schiff oder nicht? Also wir versuchen es jetzt das letzte Mal, wenn wir es nicht schaffen. Pech gehabt, dann ist es so. Oh nein, ich hab schon wieder einen Schimmernden reingewummert. Ich wollte... Egal. So ein schimmernder Wichsstein hätte mir wahrscheinlich Full Life mal wieder gebracht. Von ganz unten. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann folgen die mir doch eh. Oder nicht? Wenn ich jetzt hier lange gehe, dann folgen die mir doch eh. Oder nicht? Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann folgen die mir doch. Ja gut, wenn aber keine mehr da sind, dann ist schlecht. Aber hier sind noch welche. Die Frage ist... Oh, da kommen auch noch welche.
Digga! Dark Souls 1! Das habe ich von Dark Souls 1 mitgebracht! So. Mein Schwert hat einen Schaden, wie ich sehe. Ich will's nichts kaputt machen. Gut. Let's go. Der pariert bestimmt, wenn ich da zuhaue. Gut. Siehst du, es kommt keiner mehr. Bro? Du siehst ein bisschen alt aus für die ganzen Leute hier. Wer bist du? Hallo? Oh. Oh nein, nein! Okay. Wer auch immer du warst. Keine Ahnung, Bro. Ah, da geht's runter. Da kann man. Nee. Okay. Ich würde sagen, scheiße. Nein, ey, wirklich. Oder? Nein. Die Sache ist... Na ja, gucken wir mal. Bist du? Du bist aber ganz kaputter Mensch. Den kannst du nicht in den Wattel nicht treffen. Oh! Krieg mal. So. Ihr wollt mich alle verarschen.
Ihr wollt mich alle mit den Bossen verarschen! Dark Souls, was ist passiert? Hast du deinen Biss verloren? Ja, Wille, Kannst du dir ein Luftzeug kaufen? Ich denke mal, hier wird's dann auch gleich wieder Leuchtfeuer geben. Oder wir gehen einfach wieder hoch, wie es aussieht. Aber ich würde jetzt an der Stelle einfach... Oh, was haben wir denn hier? Ja, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, ist vorbei für heute. Oh. Wir haben zwei Bosse geklatscht. Diesen scheiß Drachentöter, der keine Drachen töten kann. Und eine komische Dänenwache. Es tut mir irgendwie leid, was mit dem passiert ist. Ich will auch nicht wissen, was mit dem... Doch, ich will eigentlich alles wissen. Ich will schon wieder die Lore wissen. Ich will schon wieder... bin schon wieder voll drinne. Ey, geil. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Wille, dass du dabei warst. War sehr nice. Und hättest du gedacht, dass wir wieder so weit kommen? Wahrscheinlich nicht. Na, war schon wieder ein Stück. Heftig. Heftig. Progress machen wir. So, meiner, dann penn auf jeden Fall gut. Ja, fertig. Penn dann auch sehr gut und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Zum Death Counter Counting. Zum Death Counter zählen. 39! Wir haben die 40 nicht geschafft, schade. Aber nächstes Mal. Auf jeden Fall. Bleibt dran, seid gespannt und tschüss.